Neulich meinte mal jemand zu mir, oh, du hast ja schon fast so viele Abonnenten, wie du Videos gedreht hast. Nun, ich finde eher, ich habe wenig Abonnenten und viele Videos gedreht, über 500 Videos gedreht. Aber mir kommt es nicht auf die Zahl der Abonnenten an. Was ich jetzt eher sagen will damit ist, ich weiß schon gar nicht mehr, über welches Thema ich überhaupt noch reden soll. Denn was ich nicht machen möchte, ist das, was viele andere YouTuber tun, indem sie immer und immer und immer wieder dasselbe erzählen. Ich denke zum Beispiel an diese Finanzschnösel, die da immer Reklame für ETFs machen. Ist ja soweit so gut. Aber immer wieder über dasselbe zu sagen, das muss ich nicht. Die Leute können sich ja auch meine alten Videos angucken, wenn sie wissen wollen, was ich gesagt habe. Da muss ich nicht immer wieder dasselbe erzählen. Und deswegen wäre jetzt mal meine Frage an die Abonnenten oder Nicht-Abonnenten und die, die meine Videos gucken, über welches Thema sollte ich denn mal reden? Naja, ob ich das nachher tue, weiß ich nicht. Da muss ich natürlich gucken, ob mir das Thema überhaupt gefällt. Also was ich nicht mache, ist zum Beispiel Politik. Das ist immer so ein Streitthema und das will ich auch gar nicht machen. Aber irgendeine Sache könnte ich ja mal sagen, was ich bisher noch nicht so ausführlich getan habe. Naja, ich könnte mal wieder über Bitcoin reden, welchen Quatsch das macht. Aber warum soll ich da meine Gründe erzählen? Eigentlich ist meine Meinung da ja auch gar nicht so wichtig. Trotzdem mal meine Frage, habt ihr irgendein Thema, worüber ich mal reden sollte?